Hey ho und willkommen zu einer weiteren Genshin Impact Episode, wie immer in 21 zu 9. Und gegen Ende dieses Events gibt es noch eine Kleinigkeit, die ich gerne machen möchte. Falls ihr die letzten Episoden verpasst habt oder die ganze Story davon, einfach oben rechts auf das E-Symbol klicken. Aber zuerst mal, es gibt hier wieder diverses. Lock dich ein, sammle wieder 10 Herz. Das übliche. Leider kein Stufensprung. Ah, und das hier. Kampflegende des Windes. Ah, genau, in der letzten Episode hatte ich das entdeckt. Und da war ich mir ein bisschen unsicher gewesen. Was, wie, wo, wobei, huhu. Ja, das sieht schon sehr attraktiv aus. 300 Stück. Ah, okay. Gut, kleines Echos haben wir eh schon gestauft. Ja, Aktionshändler, genau, das müssen wir auch gucken. 1580 haben wir. Es gibt ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall brauchen. Lasst mich mal gucken. Was ist das? Ich glaube, das können wir schon alles nehmen, oder? Zack. Ich mache es einfach mal komplett. Wenn was fehlt, kann man vielleicht nochmal was machen. Aber eigentlich, ja, haben wir alles. Was auch gut ist. So. So. Das sind 500. So. Ja gut, das, ja. Das heißt, das alles haben wir auch jetzt geschafft. Sehr gut. Wir haben das Event komplett ausgespielt, bis auf natürlich diese eine Sache mit den Kämpfen gegen dieses Monster. Da, wo ich ein bisschen verzweifelt hatte. Vielleicht auch ziemlich zu Unrecht. Sind diese Dinger hier. Hier sind nämlich diese Statuen. Wo haben wir diese eine komische Wand? Hä? Auf der anderen Seite. Ah, gut. Genau, Eis, Animo, Wasser, das habe ich einmal geschafft zu triggern, aber dann irgendwie dann nicht mehr. Genau, da ist das. Was brauchen wir? Wir brauchen Eis, haben wir. Okay, ja. Animo muss ich wechseln, Feuer haben wir einmal und Wasser. Also würde ich mal spontan sagen, Ningguang und Lisa schmeiße ich erstmal raus. Genau. Das heißt, Trupp. Ningguang, dann nehmen wir Animo, nehmen wir Jean, ist ja egal wer von denen. Und Lisa wechseln wir aus zu ihr, da haben wir auch den Skin bekommen. Kurzer Check, das, was die Reihenfolge war, das da, das da, das da, das da. Elementareinklang, haben wir irgendwas? Na gut, weil wir vier verschiedene Elemente genommen haben. Ja, einfach mal alles Feuer machen. Was bringt das denn? Ah, geht, gibt's gar nicht, diese Kombo. Ach, zweimal Geo. Erhöht die Schildeffizienz. Okay, zerspringendes Eis. Na ja, gut. Okay, fangen wir mal nochmal kurz. Check, Eis und dann Animo. Wo ist Eis? Eis ist hier. Dann... Wo war der Animo-Statue? Da. Dann war ja Ember. Wo haben wir denn das Feuerding? Moment, wo war das denn? Ich hab's doch gerade gesehen irgendwo. Hä? Ich stehe gerade total auf dem Schlauch. War das nicht da oben? Vielleicht war ich zu nah dran gewesen. So, und jetzt, ich glaube, wir müssen die Kreise benutzen. Lass uns das mal ausmachen. Da ist Wasser. Ist das... Könnte das hin? Tatsächlich. Ach, komm schon. Damit kann ich nichts machen, oder? Aha. Ich kann den Winkel einstellen. Okay, nochmal checken. Oh, das war ein bisschen sehr steil, also muss ich da Position 1 einstellen. Okay. Yes, 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 yes. Puh.
Oh, oh. Ah, wieso habe ich Lisa gerade weg? Boah. Das ist nervig. Weil wir hatten sie ja schon entdeckt, diese Ringe, nur... Ich dachte, man braucht hier so eine Plattform. Und ich dachte, wenn man hier diese Statuen hat, dass dann eine Plattform spawnt und man so eine Kiste freischalten kann mit diesen Dinger. Deswegen habe ich das nie im Kontext gebracht. Mein Gott. Das ist typisch ich. Manchmal von lauter Bäumen den Wald nicht sehen, ne? Aber jetzt... Ach, da ist ja dieses fette Ding. Genau, Jean. So. Autsch. Alter, Jean, dreh dich um. So. Und jetzt gehe ich hier rein. Wo komme ich denn da hin? Hm. Schauen wir uns das mal an. Ist das jetzt eine Dungeon, die wir jetzt freigeschaltet haben? Hä? Folgen, sonst würde sie uns entkommen. Wir sind wieder in der Dings. Aha. Interessant. Ich wäre interessiert, meinen Charakter auszutauschen. Barbara und Jean, weil die sind beide nur Level 1. Na, da ist schon was, das sieht man. Moment mal, dann würde ich das machen, also verfolgen, so. Trupp auswechseln. Jean kriegt wieder Ningguang. Let's make haste. Barbara wird wieder zu Lisa. Wir müssen die Charaktere auf jeden Fall früher oder später eh noch ein bisschen leveln. Also ich habe auch nicht vor, so bald den Let's Play abzubrechen. It's nothing. Aha. Ja, Parker. Puh, also ist wirklich zurück nach Mondschein gekommen. Ich schätze, sie kommt eigentlich aus dieser Gegend. Aber wie ist sie überhaupt auf diese Insel gelandet? Ja, wie seltsam, ne? Ich frage mich gerade, gab es das von Anfang an hier? Und die haben nur ein Event gewartet, bis man das auslösen kann? Würde mich mal jetzt echt interessieren. Aber das kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen, leider rückwirkend. Ich habe da einen Punkt auf der Karte gemacht. Ach so, wegen den Pflanzen wahrscheinlich, ne? Lampenkraut. Ja, ja, das haben wir auch für irgendwas gebraucht. Da oben ist die Truhe. Lampenkraut. Gut, wenn die ganzen Pflanzen respawned sind. Müsste noch die eine Pflanze respawned sein, mit denen wir Noels Level Up, glaube ich, machen könnten. So. Hey, so. Aber das ist jetzt nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es eigentlich, hier auf dieser Insel weiter rumzuspazieren. Und mal gucken, war das das Einzige jetzt, was wir hier... Moment, welche Insel war das denn? Doch diese, oder? Ob das das einzige Ziel war? Ob es noch eine Mission gibt? Weil wir, wenn wir das eine abgeschlossen haben, kommt das nächste. Und was ist mit einer Truhe, die auf dem Kopf steht? Achso, genau, das war das eine Rätsel... Ah, ich bin auf der falschen Insel. Ja, dann nehme ich... Nee, Alchemie, dann ist es doch diese gewesen. Schauen wir uns das mal an. Genau, da sehe ich schon wieder diese zwei Dinge. Da ist Dings, Albedo. Ob sich da was geändert hat, würde mich halt echt interessieren, weil... Gut, das Rätsel war an sich ja nicht so schwer. Ich habe mich nur richtig dämlich angestellt, aber gut. Das Ding ist weg. Ah ne, da war keine Truhe mehr. Ich dachte, da wäre noch irgendwo eine Truhe auf dem Kopf. Ja, okay, nee, dann habe ich es falsch in Erinnerung. Aber wie ihr seht, ist nichts mehr. Genau, das leuchtet auch nicht mehr auf. Lizzie, so. Okay, das war's dann eigentlich hier schon, ne? Da ist eine Challenge. Ich glaube, die hatten wir mal gemacht. Also, das ist genau diese Challenge. Die hier haben ja schon alles gemacht. Okay, ich reise mal hier und ich gucke mal auf diese kleinen Insel, ob sich da noch irgendwas befindet und so weiter. Also, da, wo kein Teleporter ist, dann waren wir auch wahrscheinlich eher weniger dort. Ach, hier mit Bären wieder. Da könnte tatsächlich was sein.
Oder ist das diese eingestürzte Ruine? Aber eingestürzte Ruine kann es halt auch nicht sein. Das war nämlich woanders gewesen und... Ah, da ist etwas. War woanders gewesen und da war kein solches Holzding gewesen. Deswegen mal gucken. Vielleicht ist da ja noch irgendein Geheimnis. Ich glaube eher weniger. Gut, eine Truhe können wir eh aufräumen. Wo haben wir diese Seli gefunden übrigens? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Es ist ja auch schon einige Episoden her. Aber gut. Gucken wir mal, was hier so abgeht. Ist wieder nichts Sinnvolles. Schnell! Jetzt haben die mich. Ich will den runterschmeißen. So. Oh! Das ist nicht, was mein Ziel war, aber gut. Komm. Zack. Runter mit dir. Weilen wir jetzt mal... Weilen wir jetzt mal die neue Verfeinerung des Fallenbogens und wie wir sehen, ist schon auf jeden Fall ein kleiner Boost dabei. 1500 Schaden wieder. Die haben sich nicht resettet, merkwürdigerweise. So. Alter, ich dachte schon, ich hätte die alle besiegt. Zack. 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 Oh, was hat mich denn blockiert? Zack. Holy shit. Ich freue mich, wenn wir mit wenn wir Stufe 35 sind, dann kann ich erstmal wieder die Charaktere stärker machen. Das Problem ist, der Gegner wird dann auch stärker. Man hat ja immer nur 5 Level Zeit sozusagen, um stärker zu werden im Endeffekt. Ja. Aber wenn wir 35 sind, können wir auch die Story endlich weiterspielen wieder. Woran wir schon so lange hängen sozusagen mit Ningguang. So, ansonsten befindet sich hier nichts Interessantes. Ah, okay. Hier, gibt es da irgendetwas? Irgend so ein Hinweis? Fische. Ah. Gib mir deine Fische. Zack, zack, zack. Zack, du auch. Du auch. Okay. Wo können wir denn noch hin? Genau, hier einer der Inseln. Vielleicht finden wir da auch irgendwas Interessantes. Müssen dann in diese Richtung. Genau, da sind wieder Ringe. Ich sehe gerade, da oben ist die Truhe. Ich war mir gerade nicht sicher, hatten wir das nicht schon gemacht? Wir waren doch schon mal hier gewesen. Da ist irgendwie so ein Loch da unten. Oder? Ich sehe es mit meiner Fähigkeit noch nicht. Bin noch zu weit. Okay, das können wir auch machen. Trage ich die zweite Kiste mit. Sieht ja wie Eis aus. Gut, passt doch. Ah, zack. Ich sollte die aber erstmal weghauen. Weil die werden... Lol. Wie habe ich den nicht getroffen? Wie habe ich den nicht getroffen? So. Ah, ich habe alles aufgeweckt. Auf dich weg zu teleportieren. Ach, der ist leider besiegt. Ich wollte gerade Lisa auswählen. Gerade Lisa auswählen, damit ich den elektrisieren kann. Alter, ich habe gerade gedrückt. Was bist du denn für einer? Oh, hast du verdient. So, schön alle auf einen Haufen nachher. Und einen weghauen dabei. Ah, ja, 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 ja. Hab dich. Hab dich. Ja, mich aber auch. Oh, das war blöd gezielt. Ey, man macht auf jeden Fall Schaden. So, zack, zack. Ich habe mich alles aufgehoben, so wie es aussieht. Genau. Hier. Das bewegt sich, oder? Nee. Ich muss es aber einstellen. Genau, ich muss die Höhe einstellen. Ach, da kann man die Höhe nicht einstellen. Okay, wenn ich das hier... Hä?
Reicht das? Einfach nur werfen? Okay. So, eh. Tatsächlich. Achso, ich hätte gedacht, das reicht nicht aus. Ganz knapp daneben oder so, aber nee. Habe ich einfach nur blöd geworfen. So, klettern wir hier hoch. Holen unsere Belohnung ab. Ah, Alter. Nicht weglaufen. So, das haben wir dann auch geschafft. Das war jetzt diese Insel, mehr oder weniger. Jetzt werden wir diese Insel mal anschauen. Ob da überhaupt was ist. Dafür müsste ich mich in welche Richtung drehen? Hinter mir. Was soll das dann sein? Ach so, das ist so eine Insel. Da ist auch eine Truhe. Unter uns ist sogar eine Wand. Würde ich auch machen direkt. Ja. So. Zack. Ah. Ich bin aus dem Takt gekommen. So. 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 Okay. Hier. Zack, 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 zack. Okay, dann können wir jetzt weiter schauen. Oh, und in die Richtung. Die will ich nicht unbedingt facen, wenn Wasser ist. Deswegen werde ich nochmal den Teleporter mal nutzen. Ist auch nicht so weit, deswegen Ladezeit, ist die sowieso nicht vorhanden sind. Sind dann recht kurz. Kurz Ausdauer aufbauen, ich kenne mich. Ich bin ja letztens so draufgegangen dabei. Falls ihr die Folge mal sehen wollt, ist in der Playlist von Genshin Impact. Da müsst ihr einfach oben rechts auf das E-Symbol bei YouTube klicken. Jedenfalls fangen wir mal von oben nach unten. Genau, da waren wir. Von oben nach unten arbeiten. Gut, sind ja wieder diese Erze. Ningguang haben wir. Können wir vielleicht doch machen, obwohl auf der anderen Insel war auch ein bisschen was. Zack, 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 zack. Zack, zack. Fast nur die Hälfte trifft, ist ein bisschen blöd, aber egal. Ich habe auch keine Lust, mich jetzt umzupositionieren. Zack. Das hier. Jetzt schauen wir uns das mal an. Hier sind wieder diese explodierende Fässer. Ja. Oh, daneben, ey. Holy shit, ey. Alter, ich will den hier weghauen. Alter, die Wirbelstürme. Zack. Oh, der ist immun. Ja, der ist immun. Aber das bringt nichts, wenn er nass ist. Der will sich nicht bewegen, das heißt, ich muss ihn nur schubsen. Ah, ich dachte, der Drop. Das war's schon, aber das hat die Truhe nicht geöffnet. Muss ich gleich... Ach so, da ist ja noch einer. Kann ich nicht... Na gut. Gut, es reicht ja, dass ich den nur runterschubse. Zack! Jetzt ist die Truhe. Ah, Amber, wir wollen nicht so hoch. Wir wollen es ja nicht übertreiben hier. Zack. Okay. Da ist das Buch. Was haben wir denn noch? Gibt es hier irgendwelche Geheimnisse oder so? Scheint nicht der Fall zu sein. Okay. Hier haben wir noch diesen einen Boss. Ich überlege gerade, haben wir nämlich das eine schon gemacht? Ja, lass uns nochmal zu dieser Insel gleiten. Man könnte auch fahren, aber ach, lass mal einfach gleiten. Welche Richtung dafür? Die Richtung ist schon mal gut. Erreiche ich die Insel? Ist halt eine andere Frage, deswegen baue ich mal gerade Ausdauer mächtig auf. Wobei macht es nicht Sinn, dass ich links auf die kleine Insel hier zwischen lande und meine Ausdauer aufbaue. Ich glaube schon. Machen wir das lieber so mit einem Zwischenschritt, mit einer Zwischenstation.
Ah, ich glaube nicht. Ich werde wahrscheinlich im Wasser landen. Das ist die Frage, wie viel Ausdauer werde ich noch übrig haben? Hey! Okay, dann hat sich das erledigt. Machen wir es direkt so. Gut, dass auch kein Nebel da ist, welches mich immer zurückkickt. Na? Dam, 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 dam. Mit dem Boot wäre ich auch nicht viel schneller, ehrlich gesagt. So, aber ich glaube, hier waren wir schon gewesen. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier sonst so eine Echo-Schnecke wäre, aber die haben ja alle gesammelt mittlerweile. Alle 32 Stück. Ach, genau. Hier war das. Ups. So, ich sollte vielleicht lieber Kea benutzen. Ah, fighten wir einfach mal. Probieren wir es mal aus. Alter, ich sehe gar nichts. Na, ich will sie einfach. Egal. Es war ein Waste, aber ich bin wenigstens auf den Eisding. Zack, zack. Superleiter, wo bist du? Runter. So, du machst keine Elektrizität mehr. Okay, hat kassiert. Nee, dann waren wir hier schon gewesen, oder? Nee. So, dann würde ich noch mal kurz hier gucken, in diesen Ring in der Mitte. So, nehmen wir an. Genau, diese Truhe möchte ich gerne noch haben. Boah, die haben mich schon gesehen. So, hier alles mal drauf. So. Ulti. Erstmal die ganzen kleinen Viecher weghauen. Na, kommt näher, dann. So. So, au. Hat mich doch noch getroffen? Nein, gar nicht. Krass. Hat mich ein bisschen gewundert gerade. Ich glaube, die Ulti von Lisa bringt wirklich was gegen den fetten Viecher, die nicht so krass umhauen werden können. Ulti, einfach drauf. Zack, 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 zack. Ah, schweres Horn. So. Das, das, das. Da haben wir diese Truhe auch geschafft. Das haben wir ein bisschen ausführlicher erkundet. So, dann würde ich mich nochmal auf diese Startinsel begeben. Oder war das die? Doch, das müsste die gewesen sein. Boah, das hat sich so viel geändert. Einfach, wie wir hier hingekommen sind. Dieses Rätsel lösen mit Klee und dass die Insel dann auf einmal alles aus dem Boden hinaufschießen können und so. Ja, das war ein interessantes Abenteuer gewesen und auch einige Episoden für YouTube aufgefüllt. Deswegen empfehle ich euch an dieser Stelle auch ein Abo dazulassen, denn so unterstützt ihr mich aktiv am besten. Ihr müsst meinen Kanal nicht jedes Mal raussuchen, ihr müsst meine Videos nicht immer heraussuchen, das heißt, ihr verpasst auch nichts. Zusätzlich könnt ihr dann auch das Glockensymbol mit betätigen, denn dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich zum Beispiel einen Stream starte, denn ich streame nämlich auf YouTube und nicht auf Twitch. Im Übrigen werden Streams normalerweise auch immer zeitnah auf meine Social Media Kanäle angekündigt, deswegen habe ich sie ebenfalls verlinkt. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, egal ob ihr Fragen, Anmerkungen oder sonst was habt, ich versuche es in der Regel immer zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!